Willkommen zu einem neuen Video hier bei dem Kanal Virtual Campsite. Mein Name ist Dominik und ich möchte euch heute einen Campingplatz vorstellen, den Valsaline, wo leider Hunde nicht erlaubt sind. Der Platz hat eine Gesamtfläche von 12 Hektar und über 300 Stellplätze. Der Platz selber befindet sich nur 4 Kilometer entfernt von der schönsten Stadt in Istrien, natürlich Rovinj. Ich würde sagen, wir legen direkt los nach dem Intro. Wir fangen diesmal mit der Grauwasserentsorgung an, die befindet sich direkt an der Einfahrt. Und jetzt fahren wir auch schon zur Rezeption. Hunde sind leider hier nicht gestattet, auf dem gesamten Platz nicht. Hier rechts befindet sich die Rezeption. Und ich werde euch jetzt hier die aktuellen Preise für 2023 mit einblenden. Wem es zu schnell geht, gerne kurz auf Pause drücken. Und jetzt starten wir auch schon mit dem Rundgang hier auf dem Campingplatz Valsaline. Valsaline heißt so viel wie die Salzwelle. Hier ist auch ein richtig schöner Salzsee auf dem Campingplatz. Zeige ich euch später natürlich noch. Links von dem Campingplatz wurde früher Salz gewonnen tatsächlich und wir schauen uns jetzt das erste Sanitärhaus an. Ihr wisst ja, mir persönlich ist es immer sehr wichtig, wie der Zustand der Sanitärhäuser ist und der war wirklich einwandfrei in Ordnung. Hier habt ihr auch schon die Möglichkeit zu waschen und natürlich auch zu trocknen. Direkt daneben befindet sich das Abwaschhäuschen, wo ihr euer Geschirr natürlich abwaschen könnt. Ich war leider nicht hier auf dem Campingplatz zur Übernachtung, da, wie gesagt, ja Hunde verboten sind. Ich war jetzt einfach nur mal da, um das Ganze für euch zu filmen. Wie gesagt, dieses Sanitärhaus, das war wirklich super sauber während dem kurzen Besuch, als ich hier war. Was natürlich auffällt, wie hell der ganze Raum hier ist, wirklich sehr angenehm, die Farben, reine Geschmackssache, tatsächlich muss ich sagen, es ist schön, es ist wirklich schön und vor allem, es ist halt sehr neuwertig auch und hier die Pissoirs, ja, ich würde sagen, das Sanitärhaus hat auf jeden Fall bestanden, ihr habt hier die Möglichkeit, euch zu rasieren. Steckdosen sind vorhanden, ein Föhn ist vorhanden. Ja, was will man mehr? Jetzt schauen wir uns noch hier den Duschbereich an. Auch die Duschen wirklich sauber. Hat sich jetzt gar nichts gefehlt. Ich denke, man kann hier entspannt duschen gehen. Was natürlich der Hammer ist, hier auf dem Campingplatz gibt es einen eigenen Spa-Bereich. Also ihr habt die Möglichkeit, euch massieren zu lassen. Es gibt eine Sauna, es gibt ein Beauty-Programm. Es ist wirklich einiges vorhanden hier auf dem Campingplatz Valsaline. Ich denke, wir haben genug gesehen hier von dem Sanitärhaus und schauen auch gleich wieder raus. Wetter ist ja recht schön. Und direkt gegenüber befinden sich die Mülltonnen. Schauen wir mal kurz rein, damit ihr es gesehen habt. Hier könnt ihr natürlich euren Restmüll entsorgen, sowie Glas, Papier und alles andere. Was schön ist natürlich, es gibt hier einen Fahrradständer, weil tatsächlich solltet ihr hier ein Fahrrad mitnehmen. Der Platz ist sehr, sehr weitläufig. Hier habt ihr die Möglichkeit, eure Chemietoilette zu entsorgen. Natürlich auch mit einem Waschbecken und einem Spiegel, falls man wirklich richtig daneben geht. Und ihr sonst wo den ganzen Bart habt, habt ihr die Möglichkeit, euch im Spiegel zu begutachten, ob alles passt. Und wir schwingen uns aufs Fahrrad und machen weiter hier mit dem Rundgang. Ist ja eher eine Rundfahrt. Wie gesagt, ihr solltet echt ein Fahrrad mitnehmen, denn das braucht ihr hier. Hier war gerade der Salzsee, den zeige ich euch aber später genauer. Hier rechts befindet sich so ein kleines Fitnessstudio. Hier wie gesagt Wellness und Spa. Wellness hat übrigens von 11 bis 16 Uhr geöffnet.
Ja, könnte tatsächlich etwas länger sein und ein bisschen früher öffnen. Wie gesagt, nur 5 Stunden. Auch für Kinder gibt es hier eine Art Kindergarten. Aber ihr seht schon, die meisten haben hier auch ihr Fahrrad mit dabei, weil wie gesagt, der Berg da nach oben, ihr werdet es sehen, also da muss man wirklich viel fahren, wenn ihr gerade den Platz oberhalb habt. Also das sind natürlich auch die etwas günstigeren Plätze. Ihr habt übrigens hier auf dem Campingplatz die Möglichkeit, mit einem Bus in die Stadt Trowind zu fahren. Was das kostet, kann ich euch leider nicht sagen. Jedoch wird es nicht allzu teuer sein und Trowind ist immer eine Reise wert, sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Hier ist das Restaurant Saline und ich habe mich mit ein paar Menschen unterhalten, die schon dort beim Essen waren. Sie sagten, es ist sehr lecker. Auch von den Bewertungen her ist das Restaurant echt zu empfehlen. Jetzt schauen wir uns mal die Plätze hier rechts an. Also, wir waren Ende Juni waren wir da und auch hier wirklich proppevoll. Also hier unten war wirklich jeder, fast jeder Stellplatz komplett ausgebucht. Hier nochmal ein Kinderspielplatz. Ein bisschen Schatten ist vorhanden. Könnten natürlich mehr sein. Was super ist, überall sind Duschen, also Strandduschen. Wenn sie aus dem Meer rauskommt, könnt ihr euch sofort das ganze Salzwasser abspülen. Hier links befindet sich jetzt der Supermarkt. Der hat übrigens von 7:30 Uhr bis 13 Uhr geöffnet und dann von 17:30 Uhr bis 19:30 Uhr. So, und jetzt fahren wir langsam mal hier hoch. Hier könnt ihr Gemüse und Früchte kaufen. Hat wieder andere Öffnungszeiten und zwar von 8 Uhr bis 13 Uhr. Jetzt schauen wir uns mal einen Stellplatz an, der gerade leer ist, wo keiner draufsteht. Ja, die Aussicht hier ist jetzt vielleicht nicht die allerbeste. Ihr habt aber zumindest einen Stromanschluss. Internet gibt es auf dem ganzen Campingplatz natürlich for free. Die meisten Plätze haben auch einen eigenen Wasseranschluss mit dabei. Hier befinden sich die ersten Mobile Homes. Auch hier auf dem Campingplatz wieder Mobile Homes ohne Ende. Ich weiß nicht warum. Es werden gefühlt immer mehr Mobile Homes. Langsam wird es richtig rar mit dem Campingplatz für uns Wohnmobilisten und Wohnwagenfahrer. Ja, es ist schade. Auch der Campingplatz am Marien, den ich vor 2 Wochen vorgestellt habe, hier auf dem Kanal, verlinke ich euch natürlich gerne nochmal das Video. Auch hier wurde schon einiges umgebaut, sämtliche Mobile Homes. Es wird leider immer mehr. Und jetzt habe ich auch noch erfahren, dass der Campingplatz am Marien, auch da sind ab nächstes Jahr keine Hunde mehr erlaubt. Hier rechts befindet sich die Fitnesswiese, nenne ich sie jetzt mal. Zumindest ist die schön im Schatten gelegen, wenn es der Kinderspielplatz schon mal nicht ist. Ja. Jetzt geht es natürlich echt steil rauf hier den Berg. Ich bin heilfroh, dass ich mein E-Bike mit dabei habe, denn sonst strampelt man hier schon wirklich sehr, sehr gut. Ein Mobile Home nach dem nächsten. Ja, ich hoffe, es gibt in ein paar Jahren noch ein paar Stellplätze hier in Kroatien, weil gefühlt wird alles nur noch mit den Mobile Homes zugebaut. Endlich mal wieder ein Wohnmobil. Das ist übrigens der Hümer Whiteline, dazu gibt es auch ein Video, findet ihr selbstverständlich in der Infobox. Und jetzt fahren wir hier mal die nächsten Stellplätze wieder ab. Ihr seht schon, hier ist es jetzt nicht mehr ganz so voll. Liegt wahrscheinlich natürlich auch an der Entfernung zum Meer. Wie gesagt, ihr solltet jetzt auf jeden Fall ein Fahrrad mitführen, denn es geht hier dann ab hier geht es ja nur noch bergauf. Jetzt fahren wir hier nochmal hinter. Hier sind noch einige Stellplätze. Sie sind wirklich schön groß, das muss man schon sagen. Auch ein paar Schattenplätze. Sonst sind die Bäume leider noch zu klein, damit sie ordentlich Schatten spenden können. Selbstverständlich gibt es hier oben auch ein Sanitärhaus. Das möchte ich euch tatsächlich kurz zeigen. Machen wir im Schnelldurchlauf, das ist richtig urig. Ist natürlich schon richtig, richtig alt.
schaut sie sich an. Ja, es ist mal was anderes. Es passt tatsächlich gar nicht zu dem Flair von dem Campingplatz, so wie wir es unten gesehen haben. Aber zumindest gibt es hier oben nochmal ein Sanitärhaus. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass es besonders schön und sauber war. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich würde tatsächlich lieber das Sanitärhaus unten benutzen. Und jetzt wäre es hier tatsächlich zu einem Crashfass gekommen. Der war ein bisschen schnell unterwegs, der Kollege. Und jetzt zeige ich euch den obersten Platz hier auf dem Valsaline. Leider stand da ein Etrusco. Gott sei Dank war gerade niemand da, deswegen habe ich mich jetzt einfach mal getraut, auf die Parzelle zu fahren. Macht man nicht, gehört sich einfach nicht. Ich wollte euch jetzt mal den obersten Stellplatz hier zeigen. So sieht er aus. Gleich wieder weg, damit es keinen Ärger gibt. Und jetzt würde ich sagen, machen wir uns langsam mal auf den Weg wieder Richtung Beach. Und ja, ihr werdet merken, die Fahrt, sie dauert. Sie zieht sich auf jeden Fall. Das war jetzt mal ein kurzer Schwenkerer, weil ich tatsächlich nicht wusste, wo es jetzt gerade lang geht. Es ist hier oben doch recht groß, das Ganze. So, und jetzt pesen wir mal hier runter. Also ich bin eh schon zügig gefahren, das Ganze machen wir jetzt halt im Schnelldurchlauf. Und ihr merkt, ihr werdet auf jeden Fall ein Fahrrad dabei haben wollen, denn sonst rennt ihr auch so runter. Ich persönlich muss sagen, mir hat der Campingplatz jetzt nicht so zugesagt. Wie gesagt, es liegt alleine schon daran, dass keine Hunde erlaubt sind, finde ich sehr schade. Und unten ist sehr auf Luxus und Sauberkeit und merkt man halt oben leider gar nicht mehr, was echt schade ist. Und jetzt schauen wir uns an, den Strand. Der Strand ist natürlich top. Also da kann man nicht sagen, der Strand ist einfach mega. Es ist wirklich richtig schön, vor allem mit dem weißen Sonnenschirm kommt das Ganze natürlich super zur Geltung. Die Liegen und die Sonnenschirme, die sind inklusive, für die müsst ihr hier nicht extra bezahlen, ist natürlich schön. Einfach mal wirken lassen und genießen. Ihr habt die Möglichkeit, hier auch Stand-Up-Paddle und ein Kajak euch auszuleihen. Des Weiteren könnt ihr natürlich euer eigenes Boot mitnehmen. Gibt es extra hier den Bereich, wo ihr es ins Wasser lassen könnt. Das sind jetzt die aktuellen Preise, was es kostet, ein Stand-Up-Paddle euch auszuleihen oder Tennis zu spielen. Entspannung wird auf jeden Fall hier groß geschrieben. Das muss man sagen. Es ist wirklich sehr angenehm. Jeder hat seinen eigenen Bereich, jeder hat seine Liege, kein Kuddelmuddel, ein paar Schattenplätze gibt es natürlich auch und das Meer ist hier traumhaft schön. Ja, und jetzt sehen wir auch schon hier die Salzbecken. Hier wurde tatsächlich früher Salz gewonnen. Ja, es ist mal was anderes, gell? Also es ist tatsächlich wie so ein kleiner See, kommt es mir tatsächlich rüber, wobei es ja noch den eigentlichen eigenen Camping-Salzsee gibt. Und jetzt schauen wir uns erstmal den Pool an. Der Pool, selbstverständlich, hat der auch seine eigenen Regeln. Die Öffnungszeiten sind von 9 bis 20 Uhr. Und von da aus habt ihr natürlich auch eine richtig tolle Aussicht zu diesen Salzbecken. Und die weißen Sonnenschirme, die machen ja einfach Eindruck. Ich persönlich muss sagen, das ist Urlaubsfeeling. Schönes Wetter, Sonne scheint, weiße Sonnenschirme. Besser kann es doch gar nicht laufen. Und das ist der Salzsee hier auf dem Campingplatz. Kann man natürlich auch reingehen. Ist schon was anderes. Also dieses Bild gefällt mir ja hervorragend. Ich war die ganze Zeit am Überlegen, ob ich das als Titelbild hernehmen soll für dieses Video, weil es wirklich schön ist.
Dann kommen wir jetzt halt auch zu dem Sportangebot. Und hier gibt es wirklich richtig viel. Es gibt ein Beachvolleyballfeld, beziehungsweise zwei. Es gibt ein Fußballfeld, Basketballplatz, Tennisplatz, Tischtennisplätze, Badmintonplatz, Minigolfanlage, Kinderspielplatz. Also hier habt ihr die Möglichkeit, euch richtig auszutoben. Egal ob groß, ob alt, ob jung, ob klein. Für jeden ist hier was mit dabei. Das war's von meiner Seite her hier auf dem Campingplatz Valsaline. Es hat mir wahnsinnig viel Freude bereitet, euch den Campingplatz zeigen zu dürfen. Und um in Zukunft kein Video mehr zu verpassen, abonniert doch gerne kostenlos den Kanal. Und ich wünsche euch viel Spaß mit dem nächsten Campingplatz. Vielleicht auch gleich mit dem Campingplatz am Marien, den ich euch hier schon vorgestellt habe. Ansonsten vielleicht mit dem nächsten Wohnmobil. Und wenn euch die Lebensmittelpreise in Kroatien interessiert, dann klickt einfach mal oben rechts auf das Video. Ich sag danke fürs Zuschauen, macht es gut, ciao, euer Dominik.